Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Greta Silva und in diesem Film geht es darum, wie gehe ich mit schwierigen Zeiten in meinem Leben um. Also ich meine jetzt die ganz persönlichen Schwierigkeiten, nicht was draußen in der Welt passiert, sondern wo meine Probleme kommen. Denn ich denke immer, es geht im Leben immer auf und ab. Das mögen Niederlagen sein, das mögen ein drohender Jobverlust sein und so etwas, aber ich möchte den Fächer mal ganz weit aufziehen und bis zum Verlust eines Menschen gehen. Und da ist nämlich gleich schon mein Beispiel, woran ich es habe bitter lernen können. Ich war 19, als mein Vater starb und ich war eine ausgesprochene Vatertochter und für mich brach die Welt zusammen. Die unbeschwerte Kindheit war vorbei. Ich weiß nicht, wie viele Jahre ich es als schweren Stein über mir empfunden habe. Es war alles grau, es war alles belastet. Wenn man morgens schon aufwachte, war da schon dieser Druck auf der Brust und das Leben erschien schwer und schwierig. Bis ich mit Ende 20 für ein Unternehmen einen Test machen sollte, da tauchte eine Frage auf. Was in Ihrem Leben hat Sie am positivsten geprägt? Und blitzschnell war die Antwort im Kopf klar, der Tod meines Vaters. Aber genauso blitzschnell habe ich diesen Gedanken wieder rausgeschmissen, weil der durfte gar nicht sein. Das wäre mir wie ein Sakrileg vorgekommen, wenn der Tod meines Vaters irgendeine positive Seite hätte haben sollen. Erst später konnte ich mich nach und nach damit befassen und erkennen, dass da durchaus positive Sachen für mich drin waren. Und hier könnte jetzt schnell ein Missverständnis entstehen. Nicht nur bei so schweren Schicksalsschlägen, sondern auch bei anderen, dass man sagt, dann ist es ja gar nicht so schlimm, du hast ja auch Geschenke bekommen. Nein, es ist nach wie vor genauso schlimm. Es nimmt davon nichts weg. Und natürlich würde man auf das Positive gerne pfeifen, wenn das andere damit auch verschwunden wäre. Also das alles meine ich nicht, sondern ich möchte nicht mehr wie das Kaninchen vor der Schlange nur noch auf das Schwarze starren, sondern ich möchte wenigstens das andere wahrnehmen. In Sachen wie Beruf und solchen Lebenssituationen macht es in meinen Augen auch Kreativität frei. Wenn ich nicht nur auf das Schwarze starre, sonst bin ich wie gelähmt und gucke nur immer dahin, was da Schlimmes eventuell auf mich zukommen könnte oder ja auch vielleicht schon passiert ist. Aber wenn ich das andere mit im Fokus habe, dann habe ich eine ganz andere Handlungsfreiheit wieder. Und das ist mir unglaublich wichtig. Ich möchte die Geschenke sehen. Der Volksmund hat da ja auch so eine schöne Redewendung eigentlich. Jede Medaille hat zwei Seiten, heißt es, glaube ich. Und so, da gibt es, glaube ich, mehrere Sprichwörter, die darauf abzielen. Und mir hat es in meinem Leben sehr geholfen, wenn ich befürchtete, es würde eine dunkle Welle auf mich zukommen, dann habe ich schon gleich ganz begierlich rechts und links geguckt, wo könnten die Geschenke sein. Und habe vielleicht dann doch noch mal schneller handeln können als vorher, wenn ich nur auf das eine gestarrt hätte und habe. Im Fall wie Verlust eines Menschen ist das gar nicht möglich, da hat man keinen Handlungsspielraum. Aber das andere Sehen hat mich trotzdem reicher gemacht. Und diese Erfahrung habe ich oft in Gesprächen mit anderen Menschen übrigens erlebt, die extrem bedrohliche Krankheiten zum Beispiel durchgemacht haben, erzählten hinterher davon, was es auch für Geschenke vielleicht an Nähe und Erfahrung und ich weiß nicht was alles für sie gab. Dass sie sagen, auf diesen Teil möchte ich auf keinen Fall verzichten, der mit dieser Krankheit zum Beispiel verbunden war. Vielleicht haben Sie auch solche Erlebnisse. Es würde mich sehr interessieren, wenn Sie die vielleicht unten in die Kommentare schreiben könnten, wo Sie sowas erlebt haben. Ganz egal, auf welchem Gebiet, wo Sie gesagt haben, ja, da waren für mich auch Geschenke drin. Das wäre toll und würde anderen auch Mut machen, wenn Sie das da unten in die Kommentare schreiben würden. Ich danke sehr und wünsche Ihnen einen wunderbaren Tag. Alles Liebe. Tschüss.